Dicke Düvel ist einer der letzten Fischer Warnemündes und ein Original im Ostseebad. An seiner Seite seine treue Begleiterin Lotte. Seit 1965 ist er täglich auf die See rausgefahren, hat Fische gefangen und diese persönlich von seinem Kutter verkauft. Etwas anderes lernen wollte er nie. Dann habe ich 3 Jahre gelernt, dann bin ich aber erstmal bei der Hochseefischerei gefahren, bei den großen Fischkombinat. So, da hat mich nicht behaart, da waren die Reisen zu lang. Und dann bin ich hier in Warnemünde angefangen. 1973 bin ich angefangen hier. Seit 3 Jahren fährt Eike Düvel nicht mehr auf die See. Vor kurzem wurde er am Bein operiert. Seinen Kutter Bart hat er aber immer noch im alten Strom in Warnemünde liegen. Den Namen für sein Schiff hat sich Eike Düvel nicht selbst ausgesucht. Der Fischkutter wurde vor 65 Jahren in Barth erbaut und trägt seitdem den Namen der Stadt. Nach der Wende haben die beiden zueinander gefunden. Da haben sie dann gefragt, wer den Kutter übernehmen will und weitermachen will. Ne? Dadurch habe ich ihn gekriegt damals. Da habe ich aber weniger bezahlt, als wie ich jetzt für das Abwracken bezahlen soll. Da habe ich bloß 15.000 Mark bezahlt für den Kutter und jetzt wollen sie 60.000 für das Abwracken haben. Nee. Und Rummel habe ich nicht. Das hat ganze Leben. Ich bin ja kein Politiker. Nach Jahrzehnten soll die Barth jetzt verschrottet werden. Sie müsste dringend repariert werden, um weiterhin schwimmfähig zu bleiben. Doch das Geld kann der Rentner nicht aufbringen. Ja, ich habe ja auch lange genug daran gearbeitet, dass er überhaupt erhalten bleibt. Nee. Ich muss ja jedes Jahr eine Werft mit ihm. Oder, aber die wollen ihn auch nicht haben. Sagte, Holz ist nichts mehr. Plastik, ja, aber Holz ist nichts mehr. Der Arbeitsaufwand ist so hoch. Eike Düvel wünscht sich, dass sein Kutter erhalten bleibt. Er würde ihn gerne irgendwo ausgestellt sehen, damit seine Geschichte unvergessen bleibt.